Wir haben einzeln betrachtet nicht immer dieselbe Meinung im geistigen Sinne, was auch nicht anders geht bei verschiedenen geistigen Gaben und verschiedenen geistigen Niveaus. Sollten uns aber immer im Hauptteil und im Fundament des Evangeliums verstehen. Und das ist die Heiligkeit in Christus, allgemein betrachtet, wobei die Liebe im Ganzen die Hauptrolle spielt. Wir können nur als Gemeinschaft bestehen, wenn wir auch eins sind im Denken und im Empfinden. Und zur Gemeinschaft in Liebe gehören immer mindestens zwei. Nur wir sind viele und durch die Liebe zur Wahrheit und zueinander gebunden. Deshalb sollen wir auch für alle Heiligen beten, nicht nur für die, welche wir kennen. Deshalb hat auch Gott den Leib Christi mit dem menschlichen Leib verglichen, in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12 bis Vers 27, damit wir noch besser verstehen, inwiefern wir gebunden sind, eben als Glieder des Leibes Gottes, indem wir zusammen in Christus unsere individuellen Rollen haben, wie es auch 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20 deutlich macht, dass uns eben in dieser Hinsicht der Verstand erleuchtet wurde. Je mehr wir uns um unsere weniger wichtigen und individuellen Bedürfnisse kümmern, desto mehr driftet auch die Gemeinschaft auseinander. Denn die Liebe zueinander bleicht in diesem Fall immer mehr aus. All diese Dinge prägen unser Gebetsleben. Und deshalb betet man auch immer weniger wirklich für die Gemeinschaft, sondern immer mehr für sich selbst. Erkaltet die Liebe zueinander nicht, dann wird auch unser Verstand nicht geblendet. Denn die Liebe zur Wahrheit ist es, welche uns die heilige Ordnung erkennen lässt und gibt uns zu verstehen, wie es mit den Prioritäten steht und wie man überhaupt zu denken hat, was jetzt nicht bedeutet, dass die Bedürfnisse der Gemeinschaft über unseren Bedürfnissen stehen, sondern eben nichts vernachlässigt werden darf. Es heißt ja, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, wie wir uns selbst lieben. Daher ist das eine genauso wichtig wie das andere. Und das Flehen für den einen durch viele bewirkt mehr, als wenn man alleine um sich selbst fleht. Denn das Flehen anderer kommt immer mit auf die unter Anführungsstrichen Waage. Wir arbeiten alle zusammen und benötigen einander, auch wenn es um den Kleinsten im Glauben geht. Es ist wie mit der Verbreitung des Evangeliums im Prinzip. Die Bibelschreiber waren gebunden an ihre Vorgänger und wir Kleinen hatten die Bibelschreiber für die Bibel nötig. Und die Bibelschreiber hatten uns für die Verbreitung der Bibel nötig. Daher hätten die Größten im Glauben ohne uns Kleinen nach ihrem Wirken nichts mehr weiter tun können. Aber durch uns hat ihr Werk immer noch Kraft und Wirkung, weil Gott durch uns ihr Werk weiterwirken lässt. So wurden auch Einzelne aus ihrer Not errettet durch die Gebete der Heiligen. Das ist die Macht der Einigkeit und Liebe unter Christen. Je mehr wir die Werke Gottes lieben und einander lieben, desto mehr werden wir uns für die Werke Gottes einsetzen lassen und desto mehr werden wir uns, so gut wir können, auch einer um den anderen kümmern. Denn wir sind alle zusammen in die Werke Gottes eingebunden und kämpfen denselben Kampf durch die Liebe Gottes. Eben als der Leib Gottes. Je mehr wir uns dessen bewusst sind, desto mehr werden wir uns danach orientieren, für den Leib Gottes zu leben. Daher nicht nur für Gott zu leben, sondern auch einer für den anderen zu leben. Jesus sagte wortwörtlich in Johannes Kapitel 15, Vers 12 bis Vers 15, dass es keine größere Liebe als diese gibt, nämlich das eigene Leben für seine Freunde zu geben und dass man damit genauso handelt, wie Jesus gegenüber uns handelte
und wir ebenfalls so handeln sollen, daher nicht mehr uns selbst leben und in dieser Hinsicht unser Leben einer für den anderen geben.